Hi, ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Ich zeige jetzt ein weiteres Beispiel, wie ihr aus einem MIDI-File eine originalgetreue Begleitung macht. Eine Begleitung, die ihr mit euren Akkorden selbst spielt. Dazu gehen wir in Nimbu in das MIDI-Import-Register und laden den MIDI-File. Wir nehmen diesmal den Ketchup-Song. Dieser hat, wie wir sehen, 10 Instrumente, die wir jetzt laden müssen, und wir beginnen mit dem Schlagzeug. Danach geht es mit dem Bass weiter und der Melodie. Damit haben wir die Instrumente geladen, die eine besondere Funktion in dem Song übernehmen. Die restlichen Instrumente laden wir mit einem Klick, und genauso machen wir das mit der Struktur des Titels. Damit haben wir jetzt alle Instrumente geladen und jetzt müssen wir den Harmonieverlauf berechnen. Nimbu berechnet jetzt die Akkorde. Es ist gängige Praxis, dass man, bevor man einen MIDI-File-Import macht, sich diesen MIDI-File erstmal im Windows Media Player anhört und sich dabei das Melodieinstrument merkt. Zumeist hat man auch pro Song, also pro Titel, mehrere MIDI-Files zur Auswahl, sodass man sich auf diese Art und Weise auch den schönsten MIDI-File aussuchen kann. So, der Harmonieverlauf ist berechnet. Jetzt müssen wir nur noch die Begleitinstrumente berechnen, und das geht mit einem Klick, und schon sind wir fertig. Jetzt können wir mit dem Spielen beginnen. Dazu schalte ich die Instrumente ein, die wir spielen wollen. Ich nehme mal das volle Programm. Auch will ich einzelne Instrumenteneinstellungen vornehmen. Ich will zum Beispiel mehr mit der Orgel spielen. So, die Melodie will ich nicht spielen, die blende ich erstmal aus. Das Instrument hier, dieses Mischpult, lasse ich auch so stehen. Nun kann man sich ja in Nimbu alle Instrumente auch ansehen, alle Begleitinstrumente. Also öffnen wir mal hier das Chord 2 und das Chord 3 Instrument. Ihr habt übrigens bei diesen Instrumenten immer ein Feld, wo ihr die gespielten Akkorde seht. Also ihr seht hier immer die zurzeit gespielte Harmonie in diesem Kästchen. Das werdet ihr gleich sehen. Ich will auch, dass Nimbu die Akkorde selbst spielt. So, und wenn wir das jetzt gleich anspielen, dann achtet mal drauf, wie schön dieses Chord 3 Instrument mit der Melodie zusammenspielt. Ich kann euch sagen, das ist eine wahre Freude. Hören wir uns und schauen wir uns das doch mal an. Ja, das war's mal wieder. Aus dem MIDI-File wurde eine originalgetreue Begleitung berechnet, die ihr mit Begleitautomatik spielen könnt. Das muss jetzt nur noch abgespeichert werden und ihr habt eine weitere Begleitung. Damit sind wir am Ende. Wer will, kann jetzt auch Marker wie Intro, Main etc. setzen. Auch das geht ganz einfach. Das zeigen wir in einem weiteren Video. Ich bedanke mich für euer Interesse.